Kapitel 10. Einen langen Moment saß Bane stumm da. Er hoffte, dass er Ruhe ausstrahlte. Tatsächlich aber drohte seine Wut, jede Befragung von Corius unmöglich zu machen. Allzu sehr hatte ihn das soeben Gesehene entzürnt. Wie die meisten hatte er vermutet, dass die Explosion im Gasthaus vom Klingenhügel kein Unfall gewesen war. Aber natürlich hatten keine Zeugen überlebt, um diesen Verdacht zu bestätigen. Nur Grosk, und der behauptete, dass er von nichts wüsste und dass er das Gebäude nur durch glücklichen Zufall verlassen hätte. Unwichtig. Er war schließlich nicht derjenige gewesen, der erst eine Frost- und dann eine Schrapnellgranate in ein voll besetztes Gasthaus geworfen hatte. Bane betete stumm um Beherrschung, während er sich erhob und vor Corius trat. »Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen, wie es scheint«, sagte er. Malkorok und die Korkorn hatten wohl entschieden, dass es nicht mehr ausreicht, Garroschs Kritiker durch Schläge einzuschüchtern. Der Ork nickte. »Das stimmt. Ich danke den Vorfahren, dass ich noch lebe.« »Zweifelsohne hatte Malkorok getan, was er schon am Schwarzfels tat«, fuhr Bane fort. »Jene ausspioniert, die er für Verräter hielt, und sie eliminiert. Ihr sagtet vorhin, dass noch andere von diesen neuen, besessenen Korkorn heimgesucht wurden.« »Ja, ich war längst nicht der Einzige, den sie bedrohten.« »Und hat einer von ihnen je gehört, dass Malkorok sagte, Garrosh hätte ihm den direkten Befehl gegeben, irgendjemanden zu bedrohen?« Corius verzog das Gesicht und blickte zu dem vorgenannten Ork hinüber. Garrosh saß so reglos wie eine Statue, seine Augen ausdruckslos und desinteressiert. »Nein, aber es ist doch offensichtlich das!« Bane hob die Hand. »Beantwortet bitte nur die Frage.« Die Grimasse des Pilzzüchters versteifte sich, aber er räumte zähneknirschend ein, nein. Ihr könnt also nicht bestätigen, dass der Angeklagte je Anweisungen gab, seine eigenen Untertanen für ihre Kritik zu töten? Nein, wiederholte Corius, der an sich halten musste, um nicht weiter auszuholen. Dann ist es also möglich, dass Malkorok und die Korkron auf eigene Verantwortung gehandelt haben und dass Garrosh nicht einmal von diesem Vorfall wusste oder von irgendeinem dieser Vorfälle? Könnte es nicht sein, dass er Malkoroks Vorgehen missbilligt und Schritte gegen ihn unternommen hätte, hätte er davon gewusst? Bei allem Respekt, ich erhebe Einspruch, sagte Tyrande. Ich stimme dem Verteidiger zu, erklärte Taranzo. Der Zeuge darf antworten. Zwischen zusammengebissenen Zähnen stieß Corius hervor. Ja, es könnte sein. Ich habe keine weiteren Fragen. Der Tauren nickte Tyrande zu, die erneut aufstand, aber nicht wieder zu dem Zeugen hinüberging. Vausha, begann sie. Ich erbitte, dass ein Teil eurer Eröffnungssprache noch einmal verlesen wird. Die Worte, die ihr an den Angeklagten gerichtet habt, bevor die Anklagepunkte aufgeführt wurden. Einverstanden, sagte Taranzu. Dann nickte er Zassarik Früll zu, dem Goblin, dessen Schreibkünste und Neutralität sich das Gericht für einen nicht allzu exorbitanten Gebühr zugesichert hatte. Früll rückte die Brille auf seiner schnabelartigen Nase zurecht und seine Brust schwoll vor Gewichtigkeit an, während er die Schriftrolle aufzog. »Garrosh Höllschrei«, zitierte er mit Reibeisstimme. »Euch werden Kriegsverbrechen zur Last gelegt, Verbrechen gegen die Essenz jedes empfindsamen Wesens von Azeroth und Verbrechen gegen Azeroth selbst. Darüber hinaus müsst ihr euch wegen all der Taten verantworten, die in eurem Namen oder von euren Verbündeten begangen wurden.« »Danke«, sagte Tyrande, woraufhin Zassarik sich erneut über seinen Tisch beugte und den Federkitt aufsetzte, um das Gesagte niederzuschreiben. »Wegen all der Taten, die in eurem Namen oder von euren Verbündeten begangen wurden«, wiederholte die Nachtelfe, dann zog sie die Schultern hoch, an die himmlischen gewandt, fuhr sie fort. »Manchmal sind die Dinge so offensichtlich, dass ich glaube, meine Anwesenheit hier ist überflüssig.« Das verfehlte seine Wirkung auf Bane nicht, der Tauro sprang erzürnt auf die Hufe. »Dieser Kommentar der Anklägerin ist völlig unangebracht«, schnappte er, wobei er selbst die förmliche Anrede vergaß. Tyrande lächelte und hob beschwichtigend die Hand. »Ich nehme diese Aussage zurück, Fashua, und bitte meinen verehrten Kollegen um Verzeihung. Keine weiteren Fragen.« »Der Zeuge darf auf seinen Platz zurückkehren«, sagte Taranzu, woraufhin Corius sich erhob und zurück zum Zuschauerbereich eilte. Seine Erleichterung war ihm deutlich anzusehen. Der Meister der Schandupan richtete seinen ruhigen Blick auf Tyrande. »Shushao, ich muss euch zur Vorsicht bei diesem Verfahren ermahnen. Ich würde euch nur ungern maßregeln müssen.« »Verstanden«, sagte Tyrande.
Bane drehte sich um und blickte aus schmalen Augen zu Garrosh hinüber, wovor er sich an Taran zuwandte. Ich erbitte eine 10-minütige Pause, um mich mit dem Angeklagten und meinem Zeitberater zu besprechen, bevor der nächste Zeuge aufgerufen wird, Fashua. Dann soll es so sein. Der Pandaren schlug auf den Gong. Kairos verließ seinen Platz, einen verwirrten Ausdruck auf dem Gesicht. Tyrande, die noch immer neben ihrem Tisch stand, nickte ihm respektvoll zu. Und er zwinkerte ihr lächelnd zu. Dann nahm er ihren leeren Stuhl. Ihr bekommt ihn sofort zurück. Versprochen, versicherte er der verdutzten Hohepriesterin. Dann zog er den Stuhl neben den gefesselten Garrosh. Mit irritierten, aber gedämpften Stimme sagte Bane, »Das wird Tyrande nicht vergessen.« »Soll sie auch nicht«, entgegnete Kairos, ebenfalls im Flüsterton. »Nach meiner Berechnung, und ich irre mich in diesem Ding nie, bleiben uns nur noch 7 Minuten und 18 Sekunden. Bitte sprecht, Chuschau.« Der Tauron brauchte keinen weiteren Ansporn. Er wandte Garrosh seine ganze Aufmerksamkeit zu und seine Nüstern bebten. »Was im Namen der Ehrenmutter tut ihr, Garrosh?« »Ich?« lachte der Ork. »Na, gar nichts.« »Genau das meine ich. Ihr zeigt keine Reue, keinerlei Reaktion, nicht einmal das geringste Interesse an diesem Prozess.« Garrosh zuckte mit den Schultern und seine Ketten klirrten in einem hellen Ton, der so rein gar nicht zur Situation passen wollte. »Das liegt daran, dass ich nicht das geringste Interesse an diesem Prozess habe, Schuschau.« Bane fluchte leise. »Seht ihr euch so sehr nach einer Hinrichtung?« »Nach einer Hinrichtung? Nein, nach dem Tod? Falls ich im glorreichen Kampf gegen Abschaum wie diese Hohepriesterin sterben kann, die mich verdammen soll, dann ja, das würde ich mir allerdings wünschen.« »Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr freigelassen werdet und noch einmal Gelegenheit bekommt, glorreich zu kämpfen, schwindet mit jeder Sekunde, die ihr stoisch auf eurem Stuhl hockt und nichts tut, um eure Lage zu verbessern«, warnte ihn Bane. »Ich bin kein Jüngling, dem ihr Märchen erzählen könnt«, zischte Garrosh. »Man wird mich nie wieder kämpfen lassen, und selbst wenn ich so lange lebe wie dieser bronzene Wurm hier...« »Das Leben steckt voller Überraschungen«, warf Kairos unerwartet ein. »Aber ihr werdet ganz sicher keine Schlacht mehr erleben, wenn euer Kopf wie ein Brathähnchen auf einer Stange aufgespießt ist und stolz von Sturmwind bis Orgrimmar weitergereicht wird.« Obwohl die Sekunden gnadenlos verstrichen, saß Bane einen Moment stumm da und rang mit seinem Gewissen. Wenn es Garrosh selbst nicht kümmerte, was mit ihm geschah, warum sollte er sich dann darum scheren? »Niemand kann sagen, ich hätte nicht versucht, ihn zu verteidigen. Außerdem, was, wann er tatsächlich begnadigt wird? Was dann?« dachte Bane. »Chuschau, Blutruf«, sagte Kairos mit mahnender Stimme, aber der Tauron hob die Hand, um den Drachen zum Schweigen zu bringen. Er wusste, dass er hier gute Arbeit leistete, besser als der Ork verdient hatte. Doch könnte er seinen Vater im Jenseits gegenübertreten und sagen, ich habe alles getan, was ich konnte? Bane kannte die Antwort. Er atmete tief und frustriert ein. Dann blickte er Garrosh an. Sag mir, wie wir ihr Argument schwächen können. Bislang musste ich meine Verteidigung ohne jede Hilfe von euch planen. Und wir sehen ja, wo das hinführt, kommentierte Kairos. Der Tauron bedachte ihn mit einem giftigen Blick. Euer Vertrauen in mich ist ein wahrer Ansporn, brummte er, bevor er sich wieder an den Ork wandte. Wenn ihr mir schon nicht helfen wollt, euch zu verteidigen, gibt es denn vielleicht jemand anderen, der Fürsprache für euch leisten würde? Ein Krieger, ein Schamane, irgendjemand, den ihr respektiert? Ein seltsames Lächeln verzerrten die Lippen um Garrosh Schauer. Nun, Schuschau, einen gibt es vielleicht, meinte er. Bane hatte Garroshs Vorschlag für einen Fürsprecher noch immer nicht verarbeitet, als die Verhandlungen wieder aufgenommen wurden. Das Lächeln des Orks war verblasst, und einmal mehr hatte er diese undurchsichtige Maske aufgesetzt, die er schon während des ganzen Prozesses zum Besten gegeben hatte. Tyrande zerriss jedes Argument der Verteidigung in der Luft. Es gab niemanden mehr, dem man eine Mitverantwortung an Garrosh Staaten zur Last legen konnte, und die Zahl derer, die Gutes über ihn sagen konnten oder gar wollten, waren verschwindend gering. Der nächste Zeuge der Anklage legte gerade seinen Eid ab, das Gericht zu achten, und Bane musste eingestehen, dass Kairos Kommentar den Nagel auf den Kopf traf. Sie hatten einen weiteren Ork aufgerufen, einen, den viele der Anwesenden kannten und respektierten, einen, den Bane nur ungern befragen wollte, Varrok Sorfang. Er saß auf seinem Stuhl, charismatisch
und ruhig. Altersflecken zeichneten sein grünes Gesicht. Und Zeit und Sorge hatten tiefe Falten an seine Stirn und um seine vergebten Hauer gegraben. Lange weiße Zöpfe hingen auf seinen noch immer mächtigen Schultern herab. Sein Blick war wach und aufmerksam. Bane ahnte, was Tyrande bezweckte. Und seine Ohren zuckten nach vorne, während er nach etwas suchte. Irgendetwas, das Garrosh auch nur entfernt helfen könnte. Bitte nennt euren Namen, bat Tyrande höflich. Ich bin Varrok Sorfang, sagte der Ork mit tiefer Stimme. Bruder von Broxiger, Vater von Dranosh. Ich diene der Horde. Broxiger ist einer der großen Helden der Horde, wenn nicht gar von ganz Azeroth, richtig? Sorfangs Augen wurden schmal, als vermutete er eine List. Ich und viele anderen denken so von ihm, ja, sagte er dann. Ihr selbst genießt hohes Ansehen unter euren Artgenossen und auch in der Allianz, fuhr die Nachtelfe fort. Bane konnte echten Respekt aus ihrem Tonfall heraushören. Viele hier wissen um die schreckliche Tragödie, die euer Sohn heimgesucht hat. Jede Emotion schwand in Varroks Gesicht. Andere haben ebenso unter der Dunkelheit des Lichtkönigs gelitten. Ich habe nie darum gebeten, anders behandelt zu werden als die anderen. Das stimmte. Der tapfere Dranosh Sorfang war in der Pforte des Zorns getötet worden, in der Schlacht von Angrathar, wie es nunmehr genannt wurde. Und später hatte man ihn von den Toten erweckt und gezwungen, gegen seinen Vater und die anderen Helden der Horde zu kämpfen. Doch so tragisch sein Schicksal auch war, es war kein Einzelfall gewesen. Viele hatten ebenso wie Varrok gegen jemanden kämpfen müssen, den sie liebten und um dessen Verlust sie schon einmal getrauert hatten. Das dunkle Erbe des Lichtkönigs lebt in den verwundeten Herzen der Überlebenden weiter. Und in den Rittern der Schwarzen Klinge, die nun, wenn auch unter Unbehagen, ein Teil der Gesellschaft von Horde sowie Allianz waren. Ich würde gerne besser verstehen, was ihr durchlitten habt. Mit dem Einverständnis des Gerichts natürlich. Schlagartig wurde Bane klar, welche Szene Tyrande ihnen diesmal vorspielen würde, und ihm wurde übel. Nein, ob die Nachthilfe nun aus kalter Berechnung oder fehlgeleiteten Eifer handelte, er konnte nicht zulassen, dass sie... Er sprang auf die Hufe. Bei allem Respekt, ich protestiere, rief er. Varrok Sorfang hat nun genug erlitten, Faschua, und was Tyrande vorhat, ist nichts anderes, als neues Salz in alte Wunden zu streuen. Ich kann nicht dulden, dass er gezwungen wird, noch einmal den Tod seines Sohns mit anzusehen. Was hier gezeigt wird und was nicht, liegt nicht in eurem Ermessen, Zuschau, ermahnte ihn Taranzo. Aber ich gebe euch recht. Das Gericht nimmt zur Kenntnis, dass Varrok Sorfang ein angesehener Kriegsheld ist, der einen schweren Verlust erleiden musste. Zuschau, Wisperwind. Aber ich sehe nicht, was das mit diesem Verfahren zu tun haben soll. Schließlich steht hier nicht der Lichtkönig unter Anklage. Die Röte stieg in Tyrandes Wangen. Dann ziehe ich meine Bitte zurück und entschuldige mich bei den Zeugen, sollte es ihm Leid bereitet haben. Varrok spannte den Kiefer, nickte aber, und die Hohepriesterin fuhr fort. Würdet ihr sagen, dass ihr geachtet werdet? Varrok Sorfang, das wenige, falls überhaupt jemand eure Hingabe zur Horde in Frage stellen würde? Es obliegt nicht mir zu entscheiden, wie andere mich sehen, entgegnete der Ork. Was mich betrifft, so liebe ich die Horde mit jeder Faser meiner Seins. So sehr, dass ihr für die Horde sterben würdet? Ja, natürlich. So sehr, dass ihr für die Horde töten würdet? Gewiss, ich bin ein Krieger. Würdet ihr sagen, dass ihr und andere die Horde in der Vergangenheit als eine Art Rechtfertigung zu Blutvergießen benutzt haben? Bei allem Respekt, ich protestiere, rief Bane. Die zwanghafte Besessenheit von Vergangenheit, Ereignissen, die die Verteidigerin hier an den Tag legt, grenzt an Verhetzung. Taranzu wandte sich mit gelassener Miene an Tyrande. Shushau, würdet ihr bitte erklären, warum ihr auf diese Fragestellung beharrt? Ich möchte nur zeigen, dass dieser Zeuge rational und verantwortungsbewusst ist, Meister Su. Nichts könnte weiter von Verhetzung entfernt sein, wie ich finde. Sie bedachte Bane mit einem wütenden Blick. Der Pandare dachte kurz darüber nach, dann verkündete er, nun gut, ich würde euch gewähren lassen. Der Zeuge darf die Frage beantworten. Meine Antwort ist ja, erklärte Varrok. Heißt ja ein solches Verhalten auch heute noch gut? Hakte die Hohepriesterin nach. Nein, und das habe ich auch schon gesagt. Wem habt ihr das gesagt? Es ist kein Geheimnis. Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe. Der Ork sah Wellen an, als er dies sagte. Habt ihr das auch Garrosh Höllschrei gegenüber zum Ausdruck gebracht? Das habe ich. Die Nachtelfe nickte. Mit der Erlaubnis des Gerichts
möchte ich eine Vision zeigen, die meiner Meinung nach von Bedeutung für dieses Verfahren ist. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, schob sie dann mit einem Seitenblick zu Bane nach, weil ich ja gebeten wurde, meine erste Vision zurückzuziehen. Die Anklage darf ihre Beweise vorlegen, sagte Taranzo. Nachdem Chromi ihr nunmehr vertraute Magie über die Vision der Zeit gewirkt hatte, nahm in der Mitte des Raumes aufs neue Bildergestalt an. Zum ersten Mal sahen die versammelten Garrosh-Hellschrei nicht so, wie er nun war, gefangen, in Ketten, ein emotionsloser Ausdruck auf dem Gesicht, sondern so, wie er vor ein paar Jahren gewesen war, vor dem Untergang des Lichtkönigs, zu einer Zeit, als Banes Vater, Sohn von Grom-Hellschrei, noch respektiert hatte. Hofes Sauerfang wirkte ebenfalls jünger, dachte der Tauren, und mit schwerem Herzen erkannte er, welchen hohen Tribut der Verlust seines einzigen Kindes von dem Ork gefordert hatte. Garrosh und Varrok standen gemeinsam in der Kriegshymnenfeste in der boreanischen Tundra und betrachteten eine Karte, die auf dem Tisch vor ihnen ausgebreitet war. Sie bestand aus zusammengenähten Lederstücken und Miniaturstandarten von Horde und die Allianz markierten die diversen Stützpunkte beider Seiten. Während bemalte Totenschädelgesichter die scheinbar unerschöpflichen Herrscher der Geißel darstellten, und darüber summte ein Spielzeugzeppelin vor sich hin. Sauerfang hatte sich hingekniet und deutete immer wieder mit dem Finger, während er sprach. Garrosh stand hinter ihm und schaffte es gleichzeitig gelangweilt und verärgert zu wirken. Gerade als Varrok erklärte, wie wichtig es war, die Truppen auf praktische Weise zu unterstützen, winkte Hüllschrei mit einer wegwerfenden Bewegung ab. Versorgungsroutinen, Ausrüstung, ihr langweilt mich zu Tode. Wir brauchen nur eines, und das ist der Kampfgeist der Horde. Sauerfang, jetzt, wo wir in diesem eisigen Ödland festen Fuß gefasst haben, wird uns nichts mehr halten. Bane fiel auf, mit welcher Vertraulichkeit Garrosh den viel älteren, viel erfahrenen Ork ansprach, und es gefiel ihm nicht. Doch Varrok war zu intelligent, um sich provozieren zu lassen, und fuhr stattdessen fort. »Wie?« fragte er. »Sollten wir die Mauern von Eiskrone ohne Belagerungsmaschinen, Munition, schwere Rüstung zerschmettern?« Hüllschrei grinste und richtete sich zu seiner ganzen Größe auf. »Wie?« schnaubte er. »Ich würde euch sagen, wie.« Er hob Blutschrei und ließ die Waffe auf die Figuren hinabsausen, die die Valianzfeste präsentierten. »So, jetzt habt ihr eine Versorgungsroute, und wo wir schon dabei sind...« Valgarde und die Westwacht fielen unter einem Tritt seines Stiefels. Zähneknirschend brummte Sauerfang. »Der verlorene Sohn hat gesprochen. Das Blut deines Vaters ist stark in euch, Hüllschrei. Ungeduldig wie immer. Ungeduldig und unvorsichtig. Ihr stützt euch in einen unausgewachsenen Krieg, ohne je über die Konsequenzen nachgedacht zu haben.« »Erzählt mir nichts von Konsequenzen, Greis.« Bane stellte sich das Fell im Nacken auf, und der Sauerfang in der Vision wirkte ebenso empört, als er einen Schritt auf Garrosh zumachte und knurrte. »Ich habe von dem gleichen Blut getrunken wie euer Vater, Garrosh. Manorots verfluchtes Gift strömte auch durch meine Adern, und ich streckte viele Feinde nieder. Grom hatte uns alle durch seinen ruhmreichen Tod von dem Fluch des Blutes befreit, aber nicht einmal er konnte die Erinnerung an diese schreckliche Zeit auslöschen. Sein Handeln kann die Gräuel, die wir begangen haben, nicht ungeschehen machen.« Zauberfang wandte den Blick ab, ein gequälter Ausdruck in den Augen. Es schien, als würde er mehr zu sich selbst als zu dem jüngeren Ork sprechen. »Der Winter des Fluches endet und hunderte Krieger wie ich fielen der Verzweiflung anheim. Unser Geist war endlich frei. Und mit der Freiheit kam die Erinnerung an die unaussprechlichen Dinge, die wir unter dem Einfluss der Legion getan hatten.« Er nickte, als würde er einen Entschluss fassen, und seine Stimme wurde so leise, dass Bane ihn kaum noch verstehen konnte. »Ich glaube, was mir am meisten zusetzte, waren die Schreie der Draenei-Kinder. So etwas vergisst man nie. Habt ihr je den Schreckenseberhof besucht? Wenn die Schweine alt genug sind, um geschlachtet zu werden, genau so klingt es, wie Schweine auf der Schlachtbank. Das sind schwere Zeiten für unsere alten Veteranen.« Wayne hatte die Augen geschlossen, und wie so viele andere, die unbehaglich mit den Füßen scharten, wanderte auch Baines Blick zu den Draenei. Anschließend wandte er sich zu den Himmlischen um, die aufmerksam die Vision verfolgten. Das Abbild von Garrosh zerschmetterte die bedrückende Stimmung mit Worten, für die Bane ihn am liebsten erwürgt hätte. Worte, die jede Verteidigung unmöglich machten. »Aber ihr könnt doch nicht glauben, diese Kinder wären unschuldig. Wären sie alt genug geworden, hätten sie gegen uns gekämpft.« Zu Banes Überraschung reagierte Sauerfang nicht auf diese Bemerkung. Stattdessen fuhr er mit dieser leisen, abwesenden Stimme fort. »Ich spreche nicht nur von den Kindern unseres Feindes.«
Das brachte Gausch selbst zu Verstummen. Er stand da und starrte Warrock mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid an. Der andere Ork schüttelte sich, und als er Groms Sohn wieder anblickte, klang seine Stimme wieder kräftig und fest. »Ich werde nicht zulassen, dass ihr uns erneut auf diesen dunklen Pfad führt, junger Hillschrei. Bevor es so weit kommt, würde ich euch selbst töten.« Das war zweifelsohne der Moment, auf den Tyrann gewartet hatte. Ein großer Kriegsheld, der Gorosch mit dem Tod drohte, kurz bevor dieser die Horde ohne echten Grund in einen weiteren verheerenden Krieg gestürzt hatte. Als das Abhalt von Hillschrei antwortete, wirkte er völlig verändert, und Bane war überrascht, ob seines respektvollen, fast bewundernden Tonfalls. »Wie habt ihr es nur geschafft, so lange zu überleben, ohne von dieser Erinnerung in den Wahnsinn getrieben zu werden, Sorfang?« Warrock lächelte. »Ich esse kein Schweinefleisch.« »Anhalten!« Die Zähne gefror, und Tyrande wartete, bis sich das Bild in den Köpfen der Geschworenen und Zuschauer eingebrannt hatte, bevor sie Chromi das Zeichen gab und die Vision ganz verschwand. Nun wandte sich die Nachtelfe zu Sorfang um und bedachte ihn mit einer kleinen, aber aufrichtigen Verbeugung. »Danke, Hochfürst Zuschau, euer Zeuge.« Bane nickte und ging zu Warrock hinüber. »Hochfürst, ich werde es kurz machen, damit ihr nicht mehr Zeit als unbedingt nötig auf diesem Stuhl verbringen müsst. Ihr sagtet, dass ihr Garrosh eher töten würdet, als zuzulassen, dass er die Orks erneut auf diesen dunklen Pfad führen würde.« »So ist es.« »War das nur eine Redewendung?« »Nein, das war's nicht.« »Ihr würdet Garrosh also mit eigenen Händen töten?« »Ja.« »Und glaubt ihr, dass er es getan hat? Die Orks auf den dunklen Pfad geführt, meine ich?« »Ja, darum habe ich mich gegen ihn gewandt. Nach einigen der Dinge, die er getan hat.« Der alte Ork schüttelte angewidert den Kopf und warf einen giftigen Blick in Garrosh Richtung. »Ihr werdet also glücklich, sollte Zuschauer Whisperwind das von ihm geforderte Strafmaß durchsetzen, die Todesstrafe?« »Nein.« Ein Raunen ging durch den Gerichtssaal und Bane verspürte stille Befriedigung. Er hatte sich nicht in Warrock getäuscht. Er gestattete sich einen schnellen Blick auf die Rande und sah, dass die Kaldorei kerzengerade da saß und ihn in der Hoffnung auf einen Fehltritt genau beobachtete. Doch er hatte nicht vor, ihr diesen Gefallen zu tun. »Was wollt ihr dann?« Die Anklägerin sprang auf. »Bei allen Respekt, ich protestiere. Die persönlichen Wünsche des Zeugen sind irrelevant.« »Fuschau, ich versuche zu erklären, was der Hochfürst damit meinte, als er, ich würde euch selbst töten, sagte.« »Ich gebe dem Verteidiger recht,« entschied Taran zu. »Ihr dürft die Frage beantworten, Hochfürst Zorfang.« Warrock kam den nicht sofort nach, sondern musste Garrosh erst abschätzen, bevor er sprach. »Garrosh war nicht immer so, wie ihr ihn jetzt seht. Wie ich sagte, er war fahrlässig und impulsiv. Aber es gab eine Zeit, da hätte ich nie an seiner Treue gegenüber der Horde gezweifelt. Und selbst jetzt bin ich überzeugt von seiner Hingabe zu seinem Volk. Aber seine Verbrechen müssen bestraft werden. Ich schwor, ihn zu töten. Und das würde ich auch heute noch tun. Doch ich würde ihn nicht anderen zur Hinrichtung überlassen. Ich würde ihn selbst herausfordern. Im Mak-Gorah. Glaubt ihr, dass er eine zweite Chance verdient hat? Würde er mich besiegen? Ja, so ist es Sitte unter den Orks. Der einzig wahre Weg. Ehre. Bane konnte kaum glauben, was er da hörte. Ich möchte euch nicht missverstehen, also verzeiht, dass ich nachfrage. Ihr wollt nicht, dass Garrosh von diesem Gericht zum Tode verurteilt wird, sondern wollt ihn lieber in ehrlichen Zweikampf herausfordern, und hätte er dieses Duell gewonnen, wäre seine Taten vergeben? Er hätte sich sein Ansehen zurückverdienen müssen, da er es in der Luft zerrissen und in die Erde getreten hat, schnappte Saufang. Aber ja, hätte er gewonnen, hätte er eine zweite Chance gehalten. Früher wusste er, was Ehre ist. Er könnte es wieder lernen. Beinahe hätte Bane einen Freudenschrei aufgestoßen. Jetzt hatte er etwas, womit er arbeiten konnte. Etwas, das obendrein gerecht war. Er dachte an seinen Vater, der bei Makora gestorben war. Kern wäre stolz auf ihn gewesen, und tief in seinem Herzen wusste er, dass er den richtigen Weg gewählt hätte. Dass er trotz seines Zorns auf Garrosh das Richtige tat. Er warf Tyrande einen triumphierenden Blick zu und verkündete: »Ich habe keine weiteren Fragen.« Zu seiner freudigen Überraschung hatte auch Tyrande keine. Als Taranzu auf den Gong schlug, um den Tag des Verwahrens Eröffnung zu beenden, hatte Bane zum ersten Mal seit Beginn das Gefühl, dass Garrosh Höllschrei vielleicht doch seinen Kopf behalten würde, im wahrsten Sinne des Wortes.